Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Lil Mikey und wir haben mit diesem Video ein kleines Problem. Ihr seht hier was. Genau, das sind Festplatten, die ich auseinandergeschraubt habe. Eigentlich würdet ihr jetzt sehen, wie ich das gemacht habe. Nur ich habe ein dickes Problem. Die Videos habe ich gemacht, aber es sind zwei Sachen eingetreten oder wahrscheinlich eingetreten. Ich habe die Kamera auf Aufnahme, also angemacht, aber nicht auf Aufnahme gedrückt. Oder B, ich habe die Videos aufgenommen und ich habe die Speicherkarte aber aus irgendwelchen Gründen formatiert und ich dachte wohl, ich hätte die Filme übertragen, weil die Filme sind nicht mehr da. Einzige Hinweise, die ich noch habe, dass ich es gemacht habe, ist, ich habe noch Aufnahmen von Outer City gefunden, weil bevor ich die auseinandergenommen habe, die Festplatten, habe ich die Motorengeräusche mit dem USB-Mikrofon abgegriffen. Das habe ich dann direkt drüber geparkt und dann habe ich die Platten eingeschaltet. Die Aufnahmen existieren noch und ich habe nochmal die Festplatten aufgeschraubt und halt dann auch nochmal eingeschaltet, um zu sehen hier, wie sich die Scheiben drehen, wie sich die Leseköpfe bewegen. Das habe ich sowohl mit der Kamera hier aufgenommen in Full HD, aber auch mit dem Handy. Und die Handyaufnahmen existieren noch. Ja, und wie gesagt, auch die Videos dann, wie ich hier die Platten mit euch auseinandergenommen habe, die existieren auch nicht mehr. Das sind noch die Überreste. Das war meine Samsung 20 GB Platte. Das sind hier noch... Jetzt kommt sie nicht raus. Eine Samsung 250 GB. Das sind die Überreste von diversen Platten. Mixtor 30 GB. Da habe ich die besten Stellen angekreuzt. Ja, das werdet ihr alles nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ja, die einzige Platte, die es wieder repariert hat, ist die Seagate-Platte, die wir als defekt abgestempelt haben. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt eben die kleine Einleitung dazu. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den Überresten, die ich noch aus den Soundschnipsel und aus den Handyclips restauriert habe. Viel Spaß beim Zugucken. Und es geht jetzt los.
Das ist jetzt der Vorführeffekt. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, das Video existiert, wo die eben im Rechner hinten die Geräusche gemacht hat. Letztens hat sie die Geräusche ja auch noch gemacht. Okay, kann ja sein, vielleicht das bei der Festplatte sehe ich denn der Motor. Und das passiert ja gerne bei Seagate-Platten zum Beispiel früher, dass der sich irgendwie verharzt hat, weil die längere Zeit nicht benutzt worden ist. Und dass sich die Köpfe jetzt wieder gelöst haben, weil dieses, das initiierende Köpfe hat es nicht gemacht. So, das heißt dann, die Platte schrauben wir jetzt doch nicht auf. Die wird jetzt erstmal getestet. Läuft! Böse!